Sehr verehrte Damen und Herren, sehr verehrte Kollegen Plakettenträger, lieber Volker Galli. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich persönlich habe das Gefühl, dass die Frequenz, mit der sich eine globale Krise an die nächste reiht, mit zunehmendem Alter immer weiter erhöht. Finanzkrise, Eurokrise, Fukushima-Krise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise und jetzt die Ukraine-Krise. Als wir uns vor 2 Jahren hier zur Verleihung der letzten Zinshammer-Plakette trafen, war ein Zusammenkommen, Sie haben es erwähnt, gerade noch möglich gewesen. Kurz darauf kam der harte Lockdown. Und jetzt, eine gefühlte Ewigkeit später, ist Covid-19 in Form von Omikron noch immer nicht weg und russische Panzer stehen vor Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. Die Welt ist im Krieg und die Menschen sind fassungslos. Was wir aktuell erleben, ist auch ein Krieg um die Deutung der russisch-ukrainischen Geschichte. Wie Russland und Weißrussland versteht sich die Ukraine als Nachfolgestaat des historischen Reiches der Kiewer Rus. Dieses Reich vereinigte die Ostslawen von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer und zerfiel nach der Invasion der Mongolen im 13. Jahrhundert in mehrere Teilfürstentümer. Die Geschichte in Osteuropa seit diesem Ereignis war unübersichtlich und wurde immer wieder mit blutroter Tinte geschrieben. Unabhängig wurde die moderne Ukraine erst nach dem Zerfall der Sowjetunion. Ich beginne mit diesem Thema nicht nur, weil es uns im Moment alle bewegt, sondern weil der Konflikt letztlich auch wurzelt in regionalen Identitäten, die sich über mehrere Jahrhunderte entwickelt und überlagert haben. In Phantomschmerzen über verlorene Gebiete, unvergangene Größe und in dem Versuch, das Rad der Geschichte zurückzudrehen, immer wieder und auch mit Gewalt. Mit diesen Anmerkungen zum Einstieg möchte ich die Region nördlich des Schwarzen Meeres verlassen und mich unserer Heimatregion zuwenden. Auch bei uns haben Kriege und Verträge immer wieder Grenzen verschoben und Landkarten neu gezeichnet. Menschen fanden sich unvermittelt und ungefragt unter neuen Landesherren und damit wurden auch die administrativen Kommunikationsräume, nämlich Orte und Regionen mit einem besonders intensiven Austausch, immer wieder neu definiert. Das hatte in allen Fällen auch Auswirkungen auf die kulturelle und regionale Identität von Menschen. Und damit sind wir beim eigentlichen Anlass unserer heutigen Zusammenkunft. Wir sind bei der Pfalz, wir sind bei Rheinhessen und wir sind bei der Verleihung der Hermann-Sinsheimer-Plakette. Die Stadt Freinsheim zeichnet im Jahr 2022 einen Mann aus, der vielleicht wie kein anderer für die Förderung regionaler Kultur steht. Der Journalist und Kulturkoordinator war, Mundartautor und Mundartliedermacher ist, wir haben es gestern gesehen, und sich in einer fast beispiellosen Reihe von Projekten um die Heimat und die Entwicklung einer regionalen Identität verliebt gemacht hat. In vielfältiger Weise hat er sich dabei bemüht, regionale Geschichte aufzuarbeiten und damit auch die Entwicklung der Demokratie in unserer Region zu fördern. Ich spreche von Volker Galli, der mit dieser Agenda ein wirklich würdevoller Preisträger der Plakette ist, die an Hermann Sinsheimer erinnert, jenen jüdischen Journalisten aus Freinsheim, der in der Nazi-Diktatur außer Landes getrieben wurde und der doch seine, unsere Heimat nie vergessen hat. Volker Galli ist kein Pfälzer, sondern Rheinhesse. Und so hat er sich im Laufe seines Lebens mit der Region beschäftigt, die nördlich der Pfalz liegt und die vielen Pfälzern fremd ist, obgleich Pfälzer und Rheinhessen so unendlich viel verbindet. Meine eigenen familiären Wurzeln liegen in Ebertsheim, in der heutigen Verbandsgemeinde Leiningerland. Aufgewachsen bin ich in Frankenthal. Beides liegt in unmittelbarer Nähe der ehemals bayerisch-hessischen Landesgrenze, die heute die Pfalz und Rheinhessen trennt. Die Welt meiner Kindheit war in Bockenheim und am Donnersberg zu Ende und von Frankenthal fuhren wir als Familie allenfalls einmal für den Besuch des Einrichtungshauses Rheinmöwe nach Worms. Die Erfahrungen haben noch mehr gemacht, offensichtlich. Volker Galli hat mir in unserem Vorgespräch bestätigt, dass auch das auch andersherum galt. Geboren 1955 in Alzey und studierter Germanist, Philosoph und Ethnologe,
interessierte er sich bereits in den 70er Jahren als Musiker für die Kulturen von Minderheiten, bereiste Irland und hatte eine Zeitung abonniert, die sich mit der Kultur der Mohawk-Indianer in den USA beschäftigte. Bei Spielen von Irish Folk in Irland sei, so erzählte mir Volker Galle, er immer wieder gefragt worden, warum die Band nicht deutsche Stücke aus ihrer eigenen Heimat spielte. Und so sei ihm allmählich klar geworden, dass Regionalgeschichte in Deutschland noch nicht wirklich erzählt wurde. Über deutsche Volkstänze und Volkslieder kam er zur linksrheinischen Demokratiebewegung des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts und zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus in unserer Region. Er engagierte sich bereits in den 80er Jahren beim Aufbau der KZ-Gedenkstelle Osthofen bei Worms, war zweiter und erster Vorsitzender des zugehörigen Fördervereins. Es war eine Zeit, in der er als Lokalredakteur der Alzeyer Rundschau tätig war. Als die Zeitung von der Mainzer Verlagsgruppe Rhein-Main erworben wurde, nahm er die Gelegenheit wahr, nach Worms zum dortigen Wochenblatt zu wechseln. Das wurde zum Gamechanger, zu einem alles verändernden Ereignis. Denn Worms hatte etwas, das dem Geschichte- und Geschichtenerzähler Galle zu Pass kam. Narrative. Narrative, aus denen sich etwas machen ließ. Das Worms Martin Luthers, das jüdische Worms, vor allem aber die Nibelungen. Alle drei Themen eigneten sich hervorragend zum Storytelling, wie man heute sagt. Als Lokalredakteur berichtete er 1996 über eine Veranstaltung, in welcher der gebürtige Wormser Hans-Werner Kiltz, lange Zeit Chefredakteur des Spiegel und der Süddeutschen Zeitung, und der Schauspieler Mario Adorf die Idee vorstellten, Nibelungenfestspiele zu entwickeln. Das Thema war nicht neu, aber alle Versuche in der Vergangenheit waren gescheitert. Galles Artikel über den Abend muss Eindruck gemacht haben, denn er erhielt vom damaligen Finanzdezernenten der Stadt Worms den Auftrag, ein Festspielkonzept zu erarbeiten, das dann letztlich auch vom Stadtrat verabschiedet wurde. 7 Jahre begleitete Galle die Gründung und Entwicklung der Festspiele auf Honorarbasis und dann von 2003 bis 2021 als bei der Stadt angestellter Kulturkoordinator. In dieser Zeit wurde in Worms nicht nur Theater gespielt, sondern auch geforscht. Mehr als 10 wissenschaftliche Tagungen zum Nibelungenlied hat Volker Galle abgehalten. Respekt auch für diese Leistung. Erlauben Sie mir an dieser Stelle, dass ich den Blick für einige Minuten auf die Pfalz lenke. Ich weiß aus eigener Anschauung, dass das, was die Pfalz ausmacht, sich am besten aus der Ferne erkennen lässt. In meinem Fall habe ich in zahlreichen Reisen zu den Nachfahren überwiegend kurpfälzischer Auswanderer in Pennsylvania in den letzten 30 Jahren kulturelle Muster kennenlernen dürfen, die aus unserer Heimatregion stammen, aber hierzulande fast oder ganz vergessen sind. Eine Reise nach Pennsylvania ermöglicht also einen Blick durchs Schlüsselloch auf die Kurpfalz des 18. Jahrhunderts. Dasselbe funktioniert auch mit Rheinhessen. Doch führt der Blick durchs Schlüsselloch hier zu Einsichten über die bayerische Pfalz des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Warum? Nach der Niederlage Napoleons und dem damit verbundenen Ende der Franzosenzeit in unserer Region wurde beim Wiener Kongress die Landkarte Europas neu gezeichnet, wieder einmal. Die Kurpfalz war endgültig Geschichte. Linksrheinische Gebiete, die an Frankreich grenzten und überwiegend der Kurpfalz, Teil der Kurpfalz gewesen waren, wurden als bayerischer Rheinkreis Bayern zugeschlagen. 20 Jahre später erhielt die Region den Namen Pfalz. Nördlich gelegene kurpfälzische Territorien wurden zusammen mit Kurmainz dem Großherzogtum Hessen zugeteilt. Von diesem Moment nahm die Geschichte in den ehemals zu Kurpfalz gehörenden Gemeinden in Nord und Süd einen unterschiedlichen Verlauf. In der bayerischen Pfalz blieben die administrativen Strukturen und auch die Rechtsprechung nach dem französischen Code Civil weitgehend erhalten, ebenfalls die Bezirksstruktur. Die Pfalz lag aus Sicht von München ab vom Schuss und es machte Sinn, sich bestehender Strukturen zu bedienen, die einerseits eine demokratische Vertretung, andererseits eine bayerische Aufsicht gewährleisteten. Das war in Rheinhessen anders. Darmstadt war sehr nah und die Hessen versuchten in den Jahren nach 1816 Rheinhessen strukturell an die rechtsrheinischen Provinzen anzugleichen. Dieser politische Druck führte zu einer insgesamt autoritären und von oben nach unten durchstrukturierten Regierungsweise.
Aber auch die Rheinhessen hatten die Errungenschaften der Französischen Revolution und der napoleonischen Zeit kennen und schätzen gelernt. Weil sämtliche administrativen Strukturen jedoch zerschlagen wurden, konnte sich im 19. Jahrhundert eine regionale Identität in Rheinhessen nicht im gleichen Maß entwickeln wie in der Pfalz. Wählen konnten die Rheinhessen nur ihre Bürgermeister und deren Handeln war im besten Sinne Kirchturmpolitik, also auf die eigene Gemeinde beschränkt. Aus Darmstadt erwartete man nichts, jedenfalls nichts Gutes. Wir im Ort mache eigentlich eh schon alles richtig und die Owe sind sowieso gegen uns, brachte es Volker Gallé in unserem Vorgespräch auf den Punkt. Ansonsten richtete sich der Zorn gegen die gefühlte Fremdherrschaft und führte, ich verkürze jetzt, unter anderem zur Geburt der politischen Saalfasnacht in Bingen und Mainz und letztlich, ich verkürze jetzt nochmal, zur Gründung des Kabaretthochburg Unterhaus und der Einrichtung eines deutschen Kabarettarchivs in Mainz. Wenn man schon nichts zu sagen hatte, dann wenigstens laut und spöttisch. Zwischenzeitlich hatte man es sich in der Pfalz mit seinem Bezirkstag, dem Pfälzer Waldverein, den Weinfesten entlang der Deutschen Weinstraße und so weiter gemütlich gemacht. Während die anonymen Gitarristen stolz Anasch, wo ist Anasch und halt nett wie in der Pfalz anstimmen und dem FCK auch in der dritten Liga die Treue halten, singen die Mainzer noch heute in der ersten Liga lieber ironisch bescheiden, wir sind nur ein Karnevalsverein, wenn es um Mainz 05 geht. Sicher nur ein Schlaglicht, aber da ich selbst als Pfälzer seit über 20 Jahren aus beruflichen Gründen im rheinhessischen Oberolm bei Mainz lebe, kann ich sagen, da ist schon was dran. Die berühmteste Einwohnerin Oberolms ist natürlich eine Fasnachterin, Margit Sponheimer, ist Margitsche. Merken Sie was? Im Grunde lag in der allgemeinen Ablehnung der Darmstädter Fremdherrschaft durchaus der Funke, der die Ausbildung einer kulturellen Identität in Hessens hätte entfachen können. Aber es passierte nicht wirklich. Warum? 200 Jahre lang suchte man im südlichen, überwiegend protestantischen Rheinhessen die Abgrenzung zur weitaus größeren Pfalz, mit der doch bis heute so viele Gemeinsamkeiten bestehen, von der Mundart über die Bräuche bis hin zum Essen. Die meisten Orte in dieser Region waren ja vor der Gründung Rheinhessens kurpfälzisch gewesen. Und das nördliche, überwiegend katholische Rheinhessen suchte die Abgrenzung zur katholischen Landeshauptstadt, Mainz. Es ist, das darf ich glaube ich sagen, immer noch eine Region, die ihre Mitte sucht. Und hier möchte ich nach dem historischen Exkurs wieder auf Volker Gallé zu sprechen kommen. Denn er bietet an, was sich zu einer Mitte machen ließe, zeigt Geschichten, auf die Rheinhessen stolz sein könnte und Geschichte, durch deren ehrliche Aufarbeitung für kommende Generationen man eine Gemeinsamkeit stiften könnte, die in die Zukunft trägt. Das historische Erbe des KZ Osthofens, die Legende der Nibelungen, der Auftritt Luthers in Worms und natürlich die über 1000 Jahre jüdischer Geschichte in Mainz, Worms und vielen anderen Regionen im heutigen Rheinhessen. Mit seinen Projekten betreibt Volker Gallé Storytelling, wie man heute sagt. Ich hatte den Begriff schon erwähnt. Gallé ist ein Identitätsstifter mit aufklärerischem Ansatz. Und er hält als Rheinhesse mit seinem Blick auf die Geschichte auch uns Pfälzern den Spiegel vor. Identität entwickelt sich aus Differenz und Ähnlichkeit, hat Volker Gallé in unserem Gespräch gesagt. Wir haben diesen Ansatz jetzt kennengelernt. Die Antipoden waren Pfalz, Rheinhessen einerseits, Rheinhessen, Hessen andererseits. Aber zusätzlich auch Rheinhessen, Mainz, also Stadt und Land. Jetzt kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Volker Gallés Vater war Mennonit und pflegte als Alzeier viele Verbindungen zum pfälzischen Weiherhof in Kirchambolanden. Den Ort kenne ich auch gut. Ein Großonkel von mir aus Ebertsheim ging dort ins Gymnasium und freundete sich mit einem Mennoniten an, der später nach Ontario in Kanada emigrierte. Onkel Alex aus Hamilton war bis zu seinem Tod in den 80er Jahren bei uns in der Familie immer wieder Gesprächsthema. Hamilton liegt gleich neben Kitchener, das bis 1917 Berlin hieß und das Zentrum der pennsylvanisch-deutschen Sprache und Kultur in Kanada ist. Und so kam ich bei meinen Reisen zu den Nachfahren ausgewanderter Kurpfälzer in den letzten 30 Jahren auch dorthin und fand ebenso sehr gute Freunde um die Ecke auf dem Weiherhof.
Wer Mennonit ist, kennt die Situation, nicht zur Mehrheitsgesellschaft zu zählen. Im 17. und 18. Jahrhundert verließen viele Mennoniten unsere Region, um anderswo ein freieres Leben zu führen. Sie zogen nach Pennsylvania, aber auch in den Osten Europas, bis Russland und in Regionen der heutigen Ukraine. Doch immer gab es auch Familien, die blieben. Und rund um Freinsheim gibt es mennonitische Gemeinden. Historische jüdische Gemeinden gibt es nicht mehr. Doch zum Glück kehrt jüdisches Leben zaghaft in die Region zurück. Hermann Sinsheimer ist für mich eines von vielen Beispielen für jüdische Familien, die aus dem Land getrieben wurden, sagt Volker Galle. Und auch, das war nicht nur eine bösartige Verfolgung, sondern für die Region auch ein unendlicher kultureller Verlust. Und da ist sie wieder, Volker Galles Frage nach der regionalen Identität, zu der selbstverständlich auch das Judentum mit seiner langen Geschichte zählt. In unserer Mundart hat sich einiges davon erhalten. Und zum Glück hat auch der Naziterror nicht alle Spuren auslöschen können. Und so ist es eine große Freude, dass die jüdischen Schumstädte Mainz, Worms und Speyer seit kurzem UNESCO-Weltkulturerbe sind. Hier bietet sich ein unendliches Potenzial, einen wichtigen Teil des historischen Erbes unserer Region zurückzugewinnen und gleichzeitig eine Einladung auszusprechen an Mitbürgerinnen und Mitbürger jüdischen Glaubens hier bei uns und gemeinsam mit uns zu leben und die Zukunft zu gestalten. Gleichzeitig bietet die Agenda der Schumstädte auch die Möglichkeit, Rheinhessen und die Pfalz wieder verstärkt miteinander zu verbinden. Das pfälzische Speyer, das rheinhessische Worms und sogar die Landeshauptstadt Mainz werden in Zukunft intensiv zusammenarbeiten, um den mit der Auszeichnung verbundenen Aufgaben gerecht zu werden. Und ich bin mir ganz sicher, dass ein kreativer Kopf wie Volker Galle auch hier wieder seine Finger im Spiel haben wird. Lassen Sie mich abschließend die Lebensleistung des diesjährigen Preisträgers noch einmal zusammenfassen. Volker Galle weist mit seinem Ansatz, die Geschichte seiner Heimat über Geschichten zu erzählen, Rheinhessen einen Weg hin zu einer Region, die auch, wie die Pfalz schon heute, Markenzeichen ist. Und sobald das erreicht ist, muss der Mainzer Comedian Sven Hieronymus sein Comedy-Programm auch nicht mehr fast kleinlaut als ob nennen, während sich der Kurpfälzer Kollege Taco Habekos selbstbewusst als der Palatinator vorstellen lässt. Dann irgendwann in der Zukunft wird Rheinhessen ganz bei sich angekommen und mit sich im Reinen sein. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist dann auch das Verdienst von Volker Galle. Ich gratuliere der Freinsheimer Jury zur Wahl des diesjährigen Preisträgers und Volker Galle ganz herzlich zur Verleihung der Hermann-Sinsheimer-Plakette 2022. Vielen Dank.